Erst Himmel, jetzt Hype. Anna Ermakova flutet YouTube und lässt sogar Helene Fischer alt aussehen. Anna Ermakova, 23, erfährt gerade am eigenen Leib, dass eine Niederlage nicht immer den Untergang bedeutet. Denn während sie vor ein paar Tagen noch für ihren Auftritt bei den Schlager-Champions mit Spott und Häme überzogen wurde, klettert sie jetzt auf YouTube die Erfolgsleiter hoch. Verglichen mit ihr guckt sogar Musikikone Helene Fischer, 39, in die Röhre. Anna Ermakova schlägt Helene Fischer haushoch. Showdown zwischen Newcomer und Schlagerkönigin. Am 12. Januar 2024 veröffentlichten sowohl Anna Ermakova als auch Helene Fischer einen Song inklusive Video auf YouTube. Anna feierte mit Behind Blue Eyes Premiere, während Helene ihre Live-Performance zu 0 auf 100 postete. Der Clip entstand während ihrer Rauschtournee. Anna Ermakova, YouTube gehört ihr. Helene Fischers Video zu 0 auf 100 hat nach einer Arbeitswoche genau 205.780 Klicks auf YouTube, Stand 18. Januar 2024. Das ist beachtlich, wenn wir Otto-Normalverbraucher mal an die 200 Views auf Instagram denken, auf unsere lustigsten Reels so einfahren. Checkt man Behind Blue's Eyes von Anna Ermakova, fällt einem die Kinnlade herunter. Satte 1.092.652 Aufrufe seit der Premiere hat das Video bereits. Was für ein großartiger Erfolg für die Tochter von Boris Becker, deren Glück vor kurzem noch in Trümmern lag. Anna Ermakova, das Mädchen mit den blauen Augen. Behind Blue Eyes ist ein Cover des Klassikers von The Who. Der Song handelt davon, dass hinter den blauen Augen, die besungen werden, viel Schmerz und Leid liegt. Eine Anspielung auf Annas Leben, das mit einem Skandal begann, die Affäre ihrer Mutter Angela Ermakova im Jahr 1999 mit Boris Becker sorgte jahrelang für Schlagzeilen. Immer wieder im Zentrum der unangenehmen Berichte, Anna Ermakova. Der Bild-Zeitung sagte sie kurz bevor Behind Blue Eyes veröffentlicht wurde, es war nicht leicht, mit dem ganzen Presserummel um die intimen Details des Treffens meiner Eltern aufzuwachsen, ohne dass meine Perspektive oder meine Gefühle in dieser Angelegenheit wirklich berücksichtigt wurden, seit ich ein kleines Kind war. Bis heute hat Anna nie wirklich über den zurückliegenden Skandal gesprochen, lieber will sie durch ihre Arbeit als Künstlerin im Gespräch bleiben. Wenn Anna Ermakova weiterhin Superstars wie Helene Fischer alt aussehen lässt, dürfte dieser Plan aufgehen.